Also wenn ihr wissen wollt, wie ich hier gelandet bin, dann schaut euch doch den Motovlog heute mal ganz an. Ah, Hammer! You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. Moin, moin, ihr Lieben. So. Go ahead, go and catch me, baby. Heute sind wir mal die ersten 160,8 Kilometer gefahren, bevor ich die Kamera anschalte. Wir sind in Murnau am Staffelsee. Und von hier aus bahnen wir uns jetzt gleich mal. Ja, da war gerade das Ortsschild. Das ist so ein schönes Täfelchen. Von hier aus bahnen wir uns jetzt den Weg rüber bzw. rauf. Also geografisch gesehen runter nach Oberammergau, von der Höhenlage her rauf nach Oberammergau und von meiner Fahrtrichtung aus gesehen rüber nach Oberammergau. Aber alles einmal durch. Und auf dem Weg dorthin fahren wir am Kloster Ettal vorbei. Ich nehme die Route, weil es zum einen die einzige ist, die ich kenne, und zum anderen, weil der Ettaler Berg ein richtig schöner steiler Berg mit vielen Serpentinen ist. Macht garantiert Spaß. Ich glaube, ich könnte von hier aus auch über Kohlgrub hintenrum nach Unterammergau und dann Oberammergau fahren, aber bin mir da nicht sicher. So, Ortsschild sagt geradeaus für alle Richtungen. Das ist ja schon mal gut. Da fahren wir hin. Ja, seht ihr, alles was ein bisschen höher ist, verschwindet in den Wolken, aber da drüben der Heimgarten ist gut zu sehen. Wenn nicht gerade eine Brücke davor ist. Wenn jemand interessiert, warum ich gerade in Murnau anfange zu fahren hier in der Gegend. Zum einen kommt mein Vater hier aus Murnau, meine Mutter aus Oberammergau. Jetzt war die Frage, fahre ich von Oberammergau nach Murnau oder von Murnau nach Oberammergau? Und ich habe Murnau dann vorgezogen, weil hier wurde ich getauft als kleines Kind. Und dann habe ich mir gedacht, fangen wir hier an. Uffing, Seehausen, da hinten in der Ecke habe ich als kleines Kind gewohnt. Der Berg da vorne, diese kleine Spitze, das ist mein absoluter Lieblingsberg zum Raufgehen, weil man den ganz gemütlich mal am Nachmittag machen kann. Also ohne Kondition, so wie ich, braucht man da ungefähr 2,5-3 Stunden rauf. Geht in Serpentinen extrem steil rauf, dafür ist man halt auch schnell oben. Und jetzt sind die Häuser davor. Gleich sehen wir nochmal rauf. Und so dieser steinige obere Teil, den kann man dann so am Stahlseil entlang gehen, ist aber auch nicht recht viel schlimmer wie ein bisschen Leiter steigen oder sowas. Also ein echt toller Berg zum Steigen, zum Laufen. Ein bisschen Bergwandern mit ganz klein bisschen Bergsteiggefühl. Und die Aussicht von oben ist grandios, wie von den meisten Berggipfeln aus. Ganz nett auch zu wissen, die steile Seite vorne, wo es nahezu als Steilwand runter geht, dort unten ist ein Friedhof, passenderweise. Also wer oben runterfällt, der kann dann auch gleich liegen bleiben. Vielleicht noch ein bisschen zusammenkratzen auf einen Haufen, aber ansonsten kann man schon liegen bleiben. Lauter Gapperer Kennzeichen. Aber im Landkreis ja auch kein Wunder, ne? So, hier müsste jetzt irgendwo die Kirchegasse sein, wo ich hin will. Ich sehe kein Namensschildlein. Hier sollte ich aber schon richtig sein, wenn mich nicht alles täuscht.
So, nicht, dass ich wieder geschimpft bekomme, dass ich in Ogau war und nicht vorbeigeschaut habe. Ich habe nämlich ernsthaft schon mal geschimpft bekommen, deshalb. So, ein kurzes Kaffeekränzchen später, immer noch in Oberammergau, aber jetzt fahren wir wie versprochen in Richtung Ettal runter, um noch so ein bisschen die Kurven-Gaudi mitzunehmen. Wir müssen die 23er runter Richtung Garmisch. Wo war ich? Ja genau, Sonne ist ein bisschen versteckt gerade. Oh, da kreiselt einer über dem Ort, aber schon wirklich direkt über dem Ort. Da habe ich jetzt direkt ein bisschen Angst, dass dann hier irgendwo diese Startbahn ist und ich hier nirgends fliegen darf mit der Drohne, weil die so einen Startplatz haben für die Segelgleiter, Parachuter oder wie auch immer man diesen Sport nennt. Würde mir ja auch mal Spaß machen, aber ich glaube, ich bin für so einen Gag zu schwer. Müssen wir noch mal ein halbes Jahr vegan weiterleben, vielleicht kann man da mal drüber nachdenken. Mal gucken. Es liegt hier auf der Nordseite auch immer noch brav Schnee, auch auf den tieferen Bergen. Muss scheinbar gar nicht allzu hoch sein, dass da immer noch Schnee drauf liegt. Da jetzt rechts hinter geht es nach Graswang zum Schloss Linderhof. Das kennt ihr ja auch alle. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das eins der Schlösser ist, die dem Sir Evans gehören. Ich glaube, Schloss Linderhof ist jetzt mittlerweile so eine Art Sommer-Eremitage für den Sir Evans. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass er mal gesagt hat, dass er sich das gekauft hat. Ist ihm ein bisschen zu klein als richtige Residenz, aber wenn er sich mal zurückziehen möchte, meinte er, wäre es wohl gerade noch so passend für ihn. Gibt auch tollen Wein da, oder? Irgendwie fast kein Wunder. Ja, jetzt sind wir in Ettal und von hier aus Richtung Garmisch kann man dann eben diesen Ettaler Berg fahren. Vor uns ist das Kloster Ettal, das schon immer einigermaßen berühmt war. Aber in den Medien war es in den letzten Jahren eigentlich immer nur, wenn es darum ging, dass die Klosterschule drunter, eine Realschule, wenn mich nicht alles täuscht, dass dort gab es eben von der katholischen Kirche, wisst ihr ja, Missbrauchsfälle und so weiter und so fort. Also nicht unbedingt sehr positiv in den Medien diskutiert, aber kann man nichts machen. Und sowas hält sich halt dann auch immer in den Köpfen. Aber das ist das Kloster Ettal. Oh, here's a little story for you. Let's sit right down and talk it through. You found a little love and give it back again. Is it supposed to be this hard? 'Cause you're tired of sitting here on your own. Yeah, you're tired of the feeling that you need someone. You found your peace, no matter. Mal kurz den Akku gewechselt in einer Kehre. Aber jetzt kam auch eine Zeit lang kein Auto. Heißt im Klartext, kein Schläfer vor einem. Ein Hotel, das sieht aus wie ein Knast. Gottes Willen. Aber gut voll.
Nein, ist gerade abends, es ist Zeit. Absoluter mega Hammer, Leute. Absoluter mega Hammer. Ist das nicht geil? Die blaue Farbe, Mörder. Ohne Shit, wenn es schön warm wäre, würde ich da ohne Bedenken reinspringen. Super klar, das Wasser. Und so schön grün. Aber ich schätze mal, dass es eiskalt ist. Auch im Hochsommer. Aber nur noch geil. Da machen wir jetzt noch mal ein paar schöne Fotos von der BMW. Super. So schön war's. So. 235 Kilometer auf dem Odometer. Jetzt machen wir uns wieder auf in Richtung Deutschland. Aber das war jetzt noch ein Wahnsinnsblick. Ich bin super froh für den Tipp, den mir der Peter gegeben hat, dass ich hier mal herfahren soll, dass da Motorradfahrer ganz gern fahren. Absolut verständlich, das ist ein kleines Paradies hier. Top. Absolut top. Da vergeht einem direkt die Lust auf Kurvenräubern. Aber viel lieber darüber schauen. Da möchte man einfach mal Beifahrer sein. Mensch, Wahnsinn. Something that you know.